Ja, ich bin Harald von den Teachers for Future Germany. Ja, okay, ich versuch's mal. Ich bin Harald von den Teachers for Future Germany. Und wir haben ja, wie es eben schon gesagt wurde, hier unsere Jahresversammlung. Wir sind sehr froh, dass wir hier sein können. Und ja, alle, die irgendwie was mit Bildung zu tun haben, sind natürlich hier gerne eingeladen, auch bei uns dabei zu sein. Noch näher, okay. Also, ich erzähle erstmal ein bisschen was über die Sachlage und der David erzählt uns gleich was über unsere Vorhaben, über das, was die Teachers so tun. Der Erste Weltkrieg war das Ergebnis eines beleidigten preußischen Kaisertums. Ich meine, wir sind ja gar nicht so weit hier von der Statue in Koblenz am deutschen Eck. Eines preußischen Kaisertums, das in der Konsumparty des globalen Kolonialismus nur die Krümel vom Boden kehren durfte. Der Zweite Weltkrieg war eine Folge davon, dass die Kaisertreuen den Verlust des Ersten nicht verkraftet haben und eine globale Wirtschaftskrise das kriegsgeschädigte demokratische Deutschland endgültig kollabieren ließ. Nach dem Krieg sollte eine neue Wirtschaftsordnung des genialen John Maynard Keynes die Wirtschaftsexzesse regulieren, um neue Krisen zu vermeiden. Doch gleich als Keynes gestorben war, begannen Konservative die alte Welt wiederherzustellen. Und das schafften sie rasend schnell durch billiges Öl. Ihre Ideologie, der Neoliberalismus, besagt, der Markt regelt auf magische Weise alles. Hinter dem Markt steckt eine unfehlbare Intelligenz. Tatsächlich aber herrscht auf diesem Markt das Recht des Stärkeren. Wem die Regeln nicht gefallen, der kann PolitikerInnen kaufen, die die gewünschten Regeln beschließen. Dieser Markt schafft keine fairen Preise, weil Monopole und Kartelle unreguliert bleiben. Dieser Markt nimmt keine Rücksicht auf unterprivilegierte Menschen, die anderswo oder zu späterer Zeit leben. Innovationen dienen nicht automatisch dem Gemeinwohl der Menschheit, sondern zuerst einmal den BesitzerInnen der Verwertungsrechte, der Patente. Der Nobelpreisträger Paul Krugman, das ist ein Ökonom, ja, kein Biologe, kein Klimaforscher, er nennt die neoliberalen Ideen eine Marktreligion. Der Ex-Chefwissenschaftler der Weltbank, Nicholas Stern, der sprach schon 2006 über die globale Ölparty als größtes Marktversagen der Geschichte. Marktversagen, das ist für Ökonomen der Worst Case, das ist das absolute Triggerwort, das darf niemals passieren. Das größte Marktversagen der Geschichte. Und das war noch vor der Finanzkrise 2008. Immer größere Einigkeit herrscht in der Wissenschaft darüber, was jetzt zu tun ist. Schneller Ausbau der erneuerbaren Energien, allein aus Kostengründen. Und großflächiger Schutz der Ökosysteme durch nachhaltige Kreislaufwirtschaft in allen Sektoren. Was die Wissenschaft auch sagt, das alles geht, das ist möglich. Es geht durch Regulation und Umverteilung, aber auf gar keinen Fall durch unendliches Wachstum. Hyperkonsum und Hyperproduktivität haben keine Zukunft. Das Glück von morgen liegt in Kreativität, Selbstwirksamkeit, Genügsamkeit, Solidarität und Teilen. Der Glaube an unendliches Wachstum und Innovation ist genauso unwissenschaftlich, ist genauso eine Religion wie der Glaube an die Unfehlbarkeit des Marktes. Doch Markt- und wachstumsreligiöse PolitikerInnen bezeichnen uns KlimaaktivistInnen als wissenschaftsfeindlich. Ja, listen to the science, kann man da nur mit Greta sagen. Das, für die ist Wissenschaft etwas ganz anderes. Für sie zählt nur das als Wissenschaft, was profitable Innovation hervorbringt. Das ist entscheidend für deren Begriff von Wissenschaft.
LehrerInnen denken, sie müssen jeden noch so unwissenschaftlichen Quatsch einfach als gleichberechtigte Meinung darstellen. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Das ist ein freies Land. Menschen sind halt Egoisten. Weil ich das nicht tun konnte und auch weiter nicht gewillt bin, das zu tun. Deshalb stehe ich hier und meine Kolleginnen und Kollegen auch. Das ist zum Kotzen. Ich zitiere jetzt Maya Göpel, Christoph Sieber, Stefan Rahmstorf und sicher auch noch andere, die das auch so sehen würden. Wer sagt, wir können nichts gegen die Katastrophe unternehmen, der ist nicht erwachsen. So sagt Stefan Rahmstorf letzte Woche beim KISS, also bei unserem Klimasymposium. Wir können auch anders, sagt Maya Göpel. Nur, wir brauchen Einigkeit darüber, wie viel Recht auf Freiheit wir noch haben. Das ist Christoph Sieber. Die NGO Stop Ecocide möchte ich hier auch unterstützen. Lasst die Erdzerstörer bezahlen. Das sind die Worte von Jean-Robert Vialet, der den gleichnamigen Film gemacht hat. Stoppt den Ökozid. Stoppt den Ökozid. Die Mächtigen waren immer am erfolgreichsten, indem sie die Gegnerparteien spalteten. Machiavelli sagt das schon, ne? Divide et impera. Selbst Fridays for Future ist davon nicht gefeit. Das darf uns nicht passieren. Dafür ist das gemeinsame Ziel zu groß. So, und jetzt kommt Daniel, der erzählt euch was Positives über die Zukunft der Teachers. Ja, danke Harald. Also, hallo erstmal. Ich bin David und ich bin ein Lehrer an einer beruflichen Schule in Weinheim, bisschen südlich von hier. Und ich unterrichte Informatik und Mathematik. Ja, ich weiß, es ist nicht das Lieblingsfach, aber cool. Aber gib mir trotzdem eine Chance, die anderen, ja. Also, wir fangen auch gleich mit einer kleinen Aufgabe an. Die habe ich neulich mit ein paar Schülerinnen von mir gerechnet. Ne? Darin hieß es, eine Bank bietet einen Zinssatz von 2,5%. Also ich lasse euch mal kurz rechnen, ja? Okay, ja, richtig, die Antwort ist 42. Aber Moment mal, 2,5%, wo gibt's denn noch sowas? Ja, also heute muss man ja aufpassen, dass man keine Negativzinsen mehr bezahlen muss, ja? Und dann habe ich festgestellt, diese Aufgabe hatte mit der Lebenswelt oder zu der Lebenswelt meiner SchülerInnen gar nicht gepasst. Ja? Noch eine kleine Story. Letzte Woche nach einem anstrengenden, aber schönen Arbeitstag, da war mir plötzlich zum Heulen zumute. Und da bin ich so in mich gegangen, habe dieses Gefühl versucht zu begreifen. Es ist Frustration. Diese Frustration zieht sich schon länger durch meinen Alltag wie eine Art Grundrauschen. Und an diesem Tag, da ist sie halt rausgebrochen. Ich fühle mich in meinem Beruf gefesselt. Gefesselt von Lehrplänen und Prüfungen. Gefesselt von einem Schulsystem, das schon lange gehörig aufgemischt gehört. Und gefesselt von Strukturen, die Verbesserung eher verhindern, als sie zu fördern. Und all das in einer Zeit, in der es ja Themen gibt, die wegen ihrer Wichtigkeit und Dringlichkeit so erdrückend sind, dass es kein Wunder ist, wenn wir alle so grundrauschend frustriert sind. Und man fragt sich, wo findet man denn diese Themen in der Schule? Diese Frage stellte ich mir vor ungefähr einem Jahr und da fand ich auch ganz schnell die Antwort. BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung, ein Konzept der UNESCO, wozu sich auch Deutschland und die Kultusminister der Bundesländer schon 2017
in einem nationalen Aktionsplan und später nochmal in einer Berliner Erklärung erklärt habe. Und jetzt lese ich das mal kurz in Englisch vor, weil das klingt einfach viel geiler. It empowers, ja, starkes Wort, it empowers learners of all ages to take individual and collective action to change the system and to care for the planet. Wow! Das ist BNE. Ja, also super. Dann hatte ich für mich also meine Antwort gefunden und als Jungspund bin ich dann im Kollegium und zu der Schulleitung und habe so herumgefragt. Das kannte keiner. Also wirklich null. Und ja, gut. Und ich demonstriere hier heute mit euch nicht nur für eine bessere Klimapolitik und für Klimagerechtigkeit. Ich demonstriere heute auch für eine Transformation in der Bildung. Und ich bin nicht allein. Wir sind die Teachers for Future. Wir haben die Schnauze voll, gefesselt vom Schulsystem zu sein. Wir fordern Freiräume und dass BNE endlich in den Schulen und bei den SchülerInnen ankommt. Sind SchülerInnen anwesend? Schreibt mal! Es ist gar nicht, oder für mich ist es gar nicht so selbstverständlich, dass ihr hier heute demonstriert. Denn ich weiß ja, von eurer Schule habt ihr dieses politische Engagement bestimmt nicht ausreichend vermittelt bekommen. Liebe Schülerinnen, liebe Eltern, liebe alle, ihr könnt uns, Teachers, dabei unterstützen, eure Schulen zu nachhaltigen Lernorten zu entwickeln. Fordert vor Ort mehr BNE. Keine leeren Erklärungen, keine Einmalprojekte. BNE ist Nachhaltigkeitshandeln und zwar jetzt. Und wenn ihr gefragt werdet, wie soll das denn gehen, dann verweist ruhig auf uns. Das erklären wir nämlich gerne, schließen Sie den Lehrer. Danke. Vielen, 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 vielen Dank. Es ist großartig, Lehrpersonen in unserem Schulsystem zu wissen, die so engagiert und so bewusst sind. Vielen Dank an euch alle. Ihr seid die Lehrpersonen, die wir alle entweder gerne gehabt hätten oder die wir alle gerne hätten. Ihr seid großartig!